Und ich bin jetzt ein bisschen sehr laut, obwohl jetzt etwas eher etwas kommt, was nicht so laut ist. Eher sanftere Stimmen. Ja, also kurz, das ist die Christine H. Warkup. Wofür steht H? H, na? Ich gehöre zu der Generation, die einen Doppelnamen hat, aber ich musste mich für die Bücher für einen der beiden Namen entscheiden. Und da ich beide nicht so toll fand, also Hartmann ist nicht gerade weich und War Cup, übersetzt Kriegstasse, ist auch nicht viel besser, habe ich lange gehadert, was ich nehme. Und das H habe ich jetzt einfach noch als Restbestand für den Hartmann behalten. Ja, also, danke. Kurzeinführung, 20 Sekunden. Christine kenne ich seit einigen Jahren, haben wir uns getroffen. Mit ihrem Mann ist in Schulgründungsinitiative, das seit 3 Jahren gibt, Sudbury Schule heißt es, Fly, auch bei Ihnen auf dem Tisch. Und interessanter ist, ihr Mann ist gebürtiger Engländer und er ist Lehrer, du bist Lehrerin, warst beziehungsweise. Und beide haben gesagt, naja, so geht es nicht mehr weiter, sind ausgestiegen aus dem Lehrerbetrieb. Er hat Buch geschrieben über, wie man anders für Schulen machen könnte. Und sie hat jetzt inzwischen, glaube ich, 3 Bücher? 4? Oh. Entschuldigung, das geht ganz rasch voran. 5 Bücher mit Channeling und so weiter. Aber sag mal so, das Wichtigste, also was ich schön empfinde, sie ist wirklich mit Leib und Seele dabei. Also sie gehört zu denen, gut, wir kennen uns länger, seit 2 Jahren, ja okay, wenn es Kinderkongress ist, soweit, Nikolaus, mache ich mit. Aber jetzt seit Herbst, mit dir war es ebenfalls wie mit dem Julian. Christine schreibt, ich schreibe nicht zurück. Christine ruft, ich rufe nicht zurück. Und das ging so. Aber sie hat sich überhaupt keine Sorgen gemacht. Vor 3 Wochen, glaube ich, Newsletter rausschicken. Christine hat gesagt, 2-3 Mal, du, ich möchte Newsletter rausschicken, gehe in Urlaub. Schick mir bitte etwas. Nikolaus, nichts zurück, schreiben, nichts zurück, antworten. Das ist ganz schön zu sehen. Ich finde es ganz toll, wie du es gemacht hast, weil nämlich das ist der Beweis wirklich vom Vertrauen und dass sie wirklich hinter den Sachen steht, dass sie innerlich weiß. Und es ist sehr wertvoll, wenn solche Menschen, die von innen her wissen, ihre Erfahrung mitteilen. Ich weiß nicht, was sie machen wird. Ich auch nicht. Sie channelt. Nein, gut. Nein, gut. Kann ich auch gern tun. Auf jeden Fall, ich überlasse jetzt euch. Ich sitze da noch kurz, vielleicht gehe ich kurz später raus, aber das ist nicht Unhöflichkeit, sondern so viel auch anderes zu tun habe. Ich werde mir später alles auf Video anschauen, von A bis Z. Also, bitte, möchtest du dieses Mikro genau, oder? Ja, das, genau, ja. Bewegen. Okay. Nicht ganz, ganz schnell. Ja, dann, hoch, hier sieht man gar nichts. Da reingucke. Dann, jetzt stehe ich hier und ich finde es spannend, dass Nikolaus gerade sagt, dass ich channele. Ich hatte nämlich ihm auf seinen Wunsch hin 5 Themen geschickt und habe dann, seit November darauf gewartet, zu erfahren, was ich denn jetzt hier machen soll. Und wie gesagt, ich habe dann vor 2,5 Wochen gesagt, ich möchte jetzt meinen April-Newsletter rausschicken, ich möchte jetzt gerne wissen, was ich jetzt hier machen soll. Und dann kam irgendwann dann in letzter Sekunde, ich glaube abends um 11, ich habe dann an dem Abend noch den Newsletter rausgeschickt, das Thema, was ich gar nicht mehr wusste, dass ich es vorgeschlagen hatte, Authentizität als Voraussetzung für den Umgang mit den neuen Kindern. Und dachte, was hast denn dir dabei gedacht? Mein Wunsch wäre gewesen zu channeln, aber es hat sicherlich seinen Grund. Ich denke, Gabriele hat das bisher alles so wunderbar intuitiv zusammengestellt, es wird schon seinen Grund haben und seinen Sinn haben. Und jetzt, wo ich das sage mit den neuen Kindern, ich selber nenne sie eigentlich nie neue Kinder, auch nicht Kristallkinder oder Indigo-Kinder. Für mich sind es einfach Kinder, Kinder des Jetzt. Und für mich gilt das, was ich für mich erfahren habe und zu sagen habe, für alle Kinder. Kinder, die in diese Welt kommen, um ihre Erfahrungen zu machen und Kinder, die den Raum brauchen, sich selbst auf ihre Art und Weise zu entfalten, sie selbst sein zu dürfen. Wirklich ihre ganz besondere Einzigartigkeit leben zu können. Wenn wir einmal überlegen, wie wir groß geworden sind, also ich bin jetzt aus der Generation, ich bin Jahrgang 53, bei mir gab es das nicht, dass ich einfach sagen konnte, was ich wollte. Ich habe, als ich zum ersten Vortrag eingeladen wurde, vor einem Jahr ungefähr, Vortrag Herzensbildung, das war der Titel meiner Bücher, die ich halt durchbekommen habe, da wusste ich, den Vortrag habe ich nicht vorzubereiten, was für mich als ehemalige Studienrätin, 20 Jahre Schule, eine Herausforderung erster Ordnung war. Ich war es gewohnt, vom Verstand wirklich
kontrolliert vorzubereiten, möglichst alles auszuformulieren, es möglichst zu unterstreichen, Textmarkern möglichst auswendig zu lernen, um dann wirklich Sicherheit zu haben, Kontrolle, dass ich bloß keinen Fehler machen konnte und meine Schwächen nicht gesehen werden konnte. Und ich wusste, nein, du hast das nicht vorzubereiten. Und dann habe ich so zwischendurch mal so ein bisschen Tag geträumt und irgendwann hatte ich diesen komischen Satz im Kopf. Ich war ein sogenanntes Wunschkind und dachte, wie kommst du auf so einen komischen Gedanken? Du warst doch ein Wunschkind. Deine Eltern wollten immer ein Kind. Wie kommst du auf diesen komischen Gedanken? Ich war ein sogenanntes Wunschkind. Und dann wurde mir klar, was dieser Gedanke bedeutete. Ja, ich war ein Wunschkind. Die Frage ist nur, welche Erwartungen sollte ich erfüllen? Welche Bedürfnisse? Welches Wunschbild sollte ich erfüllen? Und da wurde mir klar, dass ich schon mitten im Thema war. Und damit bin ich auch im Thema Authentizität. Wenn ich nicht wirklich ich selber sein kann, sondern wenn ich versuche, nach Vorgaben, nach Erwartungen zu leben, dann kann ich nicht authentisch sein. Als ich dieses Thema die letzten Tage wieder dann sah, dachte ich, was heißt eigentlich authentisch, Authentizität? Ich habe zwar ich nenne mal die humoristische Bildung, Latein und Griechisch, konnte es aber nicht einordnen. Autos heißt selbst, was das mit dem Selbst zu tun hat, war mir klar. Aber das Selbst heißt wirklich, überliefert heißt das, heißt es, dass der Schriftsteller selbst es signiert hat, dass es nicht verfälscht ist, etwas Authentisches über Dokumente. Und das heißt, authentisch sein heißt für mich, wirklich ich selbst zu sein und nicht dem Bild, dem Erwartungsbild der anderen zu entsprechen. Das Problem ist aber, wenn ich selbst mir nicht den Raum gebe, die Erlaubnis gebe, die zu sein, die ich bin, mit all meinen Ausdrucksmöglichkeiten, dann kann ich auch anderen den Raum nicht geben, sie selbst zu sein. Das heißt, ich kann nur geben, was ich selbst in mir trage. Und wenn ich selbst nicht frei bin von der, ich sag mal, Sucht nach Anerkennung, angenommen zu sein vom Außen, dann macht mir die Freiheit anderer ganz enorm Angst. Und ich habe in meinem Lehrerdasein über 20 Jahre viele, viele Erfahrungen gesammelt. Ich wäre auch heute noch, denke ich, gut funktionierende Lehrerin, wenn ich nicht einen Sohn hätte oder wir nicht einen Sohn hätten, der jetzt 20 ist, der durch sein So-Sein mich immer wieder, also nicht direkt, aber indirekt gezwungen hat, zu hinterfragen, wie mein Selbstbild aussieht. Und durch meinen Sohn oder unseren Sohn habe ich immer wieder in Frage stellen müssen, was für mich Selbstverständlichkeiten im Leben waren. Zum Beispiel, dass ich immer nur meinen Wert über die Leistung bezogen habe. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich etwas wert bin, nur weil ich bin. Klar, meinen Sohn habe ich geliebt, immer weil er war, nicht weil er was Besonderes getan hat. Aber ich habe mich nicht annehmen können, so wie ich bin, weil ich immer versucht habe, irgendwelchen Erwartungen zu entsprechen. Und ich habe dann versucht, über die Leistung, die ich erbracht habe, diese Anerkennung zu bekommen. Das Problem ist nur, dass wir, wenn wir diese Anerkennung uns selbst nicht geben können, sie vom Außen nicht annehmen können. Und dann ackern wir uns dumm und dusselig und können sie nicht annehmen. Das ist das, was, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Lehrern der Fall ist, die ja mehr als alle anderen verinnerlicht haben, dass sie über Leistung ihren Wert beziehen. Man muss sich vorstellen, kaum ein Lehrer, der im Schulsystem selber Probleme gehabt hat, wird auf den Gedanken kommen, Lehrer zu werden. Der wäre ja Masochist. Das heißt, Leute, die, bis auf wenige Ausnahmen, Menschen, die wirklich in diesem System Erfolg gehabt haben, weil sie dieser Art des Arbeitens entsprechen in ihrer persönlichen Anlage, die werden auch wieder Lehrer. Denn sie haben damit ja Erfolg gehabt, sie haben damit Anerkennung bekommen. Das heißt, sie haben ein bestimmtes Lebenskonzept und das heißt, ich bin in Ordnung, wenn ich Leistung bringe. Und dann kann man sich, wenn man da ein bisschen reinfühlt, vorstellen, wie wenig Freiheit das ist. Die Freiheit, wirklich man selbst zu sein. Wirklich das zu leben, was einem entspricht. Denn dann gucke ich ständig nach Vorgaben und versuche Vorgaben zu erfüllen, weil ich eine so große Angst habe, dass ich diesen Vorgaben nicht entspreche und dass ich vielleicht abgelehnt werden könnte, dass der Gedanke allein meistens schon reicht, Panik auszulösen und dann kann man gar nicht mehr weiterdenken. Und das ist das, was ich bei vielen Kollegen und bei mir selbst auch gesehen habe. Immer diese Angst, die Leistung nicht wirklich zu erfüllen, nicht gut genug zu sein. Die Frage ist, was ist gut genug? Ein weiteres Problem unseres Schulsystems, dass wir alle lernen oder nicht lernen, dass unsere Stärke unsere Individualität ist. Dass das, was uns leicht fällt, unsere Gabe ist, das, was wir zu geben haben. Das, was wir leicht zu geben haben, was uns mit Freude erfüllt. Sondern wir lernen, nein, das, was etwas wert ist, ist mit harter Arbeit verknüpft.
Denn das, was wert ist, entspricht dieser schmalen Bandbreite von Norm, die sogenannte Bildung. Und wenn wir dieser schmalen Bandbreite von Norm entsprechen, sind wir in Ordnung. Und das ist mit harter Arbeit verbunden. Die Folge ist, dass wir das, was wir leicht tun können, was unsere Begabung ist, gar nicht genießen können, gar nicht wertschätzen können und dann stattdessen denken, oh, was der andere kann, das würde ich auch gerne können. Aber der kann es auch nicht genießen, weil es ihm ja leicht fällt und was einem leicht fällt, ist ja nichts wert. Es kostet ja keine Anstrengung. Das ist ein ganz fataler, ich rede nicht gern von Fehlern, aber das Wort kommt mir, Fehler des Systems, weil da fehlt die Anerkennung. Also Fehler im Sinne von, da fehlt etwas, da fehlt die Anerkennung für das So-Sein von Menschen, von Lehrern und von Schülern. Und wie gesagt, wenn ein Lehrer selbst nie gelernt hat, sich selbst anzuerkennen, sich selbst sein zu lassen, dann kann es auch nicht bei Schülern. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn ich wirklich authentisch war und auch meine Ängste mitgeteilt habe, meine Schwächen mitgeteilt habe, dann sind mir die Herzen der Schüler zugeflogen. Dann war es einfach nur leicht. Wenn ich diesen Schritt gemacht habe, diese Angst zu überwinden, auch mal Schwächen zu zeigen oder Fehler, die ich gemacht hatte, zuzugeben. Ich erinnere mich noch an eine Situation, da ich ja selber diesem Leistungsdenken so ja unterworfen war, sag ich mal, war es mir wichtig, dass meine Schüler wirklich Erfolg hatten, damit sie keine Probleme mit dem Zensurensystem bekamen. So affig ich das auch fand mit diesen Zensuren. Ich habe nie gern zensiert. Ich habe gern unterrichtet, aber nicht gern zensiert. Und dann ist mir vor lauter Frust in der 8. Klasse, weil die Hausaufgaben nicht gemacht wurden, man, klar, die haben andere Sorgen in der 8. Klasse, ne, als französische Hausaufgaben zu machen, ist mir in einem Anfall von Frust rausgerutscht, aber nur weil ich frustriert war, weil meine ganze Arbeit nichts zu bringen schien, ist mir rausgerutscht, und wenn ihr hier nicht arbeitet, dann mache ich euch zur Sau. Es war an einem Freitag, in der 5., 6., also nach 5 Stunden Schule. Nee, nicht der 13., aber ich war schon kaputt, ich war etwas nicht mehr ganz bei mir und so weiter. Und dann war, damals gab es noch Samstagsunterricht, und ich bin nach Hause gefahren und dachte, um Gottes Willen, das darf einem Lehrer nicht passieren. Du machst dir all das kaputt, was du bei den Schülern erreichen wolltest, indem du sie so ansprichst. Du machst dir alles kaputt. Ich habe die Nacht nicht geschlafen. Ich hatte eigentlich am Samstag frei, bin am Samstagmorgen in die Schule gefahren, in die Pause. Ich wusste, wo die Unterricht hatten, meine eigene Klasse. Und die kamen aus dem Unterricht in die Pause und sagten, was ist denn los? Ich sage, ich bin los. Ich bin dann nochmal alle in die Klasse. Und dann habe ich ihnen gesagt, ich wollte mich entschuldigen. Mir ist was rausgerutscht, was einem Lehrer nicht passieren darf. Ich meine das auch gar nicht. Ich habe es aus Frust getan. Ich habe mich angestrengt. Ich wollte, dass ihr das lernt, damit ihr keine Probleme bekommt. Und ich habe aus Frust so reagiert. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Wirkung hatte. Es ging nur noch alles auf. Es ging nur noch auf. Und danach war das Arbeiten ein völlig anderes. Weil ich mich getraut habe zu sagen, da habe ich Mist gemacht, das wollte ich nicht, ich wollte euch nicht verletzen. Natürlich ist es nicht mein Anliegen, euch zur Sau zu machen. Ich möchte euch helfen, unterstützen. Und es war meine eigene Unfähigkeit, umzugehen mit Frust, weil ich selber Angst habe, dass ich Fehler mache. Mir haben noch Eltern Jahre später gesagt, also die Kinder kamen nach Hause, weißt du, was Frau, damals hieß ich, also noch Frau Hartmann, weißt du, was Frau Hartmann gemacht hat? Und ich kann nur sagen, ich habe danach wieder geschlafen. Ich war nur heilfroh, dass ich diesen Klotz los war. Und es ist mir immer wieder passiert, dass ich aus Frust negativ reagiert habe. Und wann immer ich das rüberbringen konnte, Schüler verstanden habe, dass ich es aus meiner eigenen Hilflosigkeit heraus gemacht habe, dann sind fast Wunder im Lernen geschehen. Ich hatte einmal eine 9. Klasse, die hatten wirklich Lehrer, die auch wirklich überlastet waren. Es ist ja nicht so, dass Lehrer nicht etwa was Gutes tun wollen. Sie versuchen ja auch ihr Bestes. Und ich kenne viele Kollegen, die haben mit Engagement angefangen. Mit 70 Stunden die Woche am Gymnasium oder mehr Stunden. Das hält kein Mensch auf Dauer durch. Ja? Die haben tolle Ideen gehabt. Sie wollten wirklich was verändern. Und nach 15 Jahren sind sie einfach ausgebrannt mit einer vollen Stelle. Die können nicht mehr. Und dann wird ihnen vorgeworfen, sie machen immer dasselbe. Weil sie vor Korrektur nicht mehr aus den Augen gucken können. Dann habe ich eine Klasse übernommen, wo eben Lehrer drin waren, die selbst völlig überfordert waren. Nicht, weil sie das nicht konnten, sondern weil sie einfach fertig waren. Und eine Klasse, die keine Führung hatte. 9. Klasse, können Sie sich vorstellen, die Jungen haben meist gerade dieses Stadium. Und die Mädchen. Wir kennen alle ihre Kinder wieder, ne? Aus der Pubertät.
Und das war eine Klasse, die einfach, wie gesagt, keine Führung hatte und 2 Jahre Französisch, ich habe Biologie und Französisch gemacht, war nichts an Grundlagen gelaufen. Und ich habe immer nur, wenn ich was wiederholte, von einem Loch ins andere gestochen. Ich dachte, es kann nicht sein, dass die so wenig können. Dann habe ich versucht, sie zu motivieren. 9. Klasse, Sie können sich vorstellen, was die für Interessen haben. Nicht französische Grammatik, die ja auch so wichtig fürs Leben ist, ne? Zur Meisterung des Lebens. Und dann habe ich irgendwann, immer wieder aus Frust angefangen zu brüllen und dachte, scheiße, du brüllst schon wieder, das darf nicht wahr sein. Hab mir fest vorgenommen, und du brüllst nicht nochmal. Das war im November. Und dann habe ich gemerkt, das klappte wieder nicht und dann bin ich doch laut geworden. Dann habe ich so einen Frust über mich bekommen, dass ich das Französischbuch auf den Tisch geknallt habe. Verdammt, ich habe gesagt, verdammte Scheiße. Jetzt habe ich schon wieder gebrüllt, ich habe es mir so fest vorgenommen. Und die guckten alle mit solchen Augen und merkten, die meint ja sich selbst. Die meint ja gar nicht uns, wenn sie uns anbrüllt. Und dann ging irgendwas durch die Klasse und von dem Tag an haben wir wunderbar miteinander arbeiten können. Hätte ich das vorher kapiert, hätte ich mir viel ersparen können, auch an Brüllen für meine Stimme. Ja, es hört sich jetzt witzig an, es war gar nicht witzig in der Situation. Es war ziemlich fürchterlich. Also, weil natürlich hatte ich eben das verinnerlicht, dass ich wirklich nur guter Lehrer bin, wenn ich gute Leistung bringe. Und das heißt, wenn meine Schüler gute Leistung bringen. Und da muss man sich mal vorstellen, wir gehen